Halloli und herzlich willkommen bei Schmurmaus TV. Ich bin Matze LK und ich werde heute zeigen, wie ich Gänsekeulen mit Glühweinsoße, Rotkohl und Klößen zubereite. Dieses Rezept ist ein Teil einer Weihnachtsrezeptserie, die in Zusammenarbeit mit anderen tollen YouTube-Kanälen entstanden ist. Am Ende meines Videos zeige ich alle weiteren Kanäle, die an dieser Zusammenarbeit beteiligt sind und habe dort die dazugehörigen Rezepte auch verlinkt. Für mein heutiges Rezept brauche ich zwei Gänsekeulen, die habe ich schon gewaschen und gesäubert. Ein wenig das Gänsefett abgeschnitten, das brauche ich nachher noch zum Anbraten vom Rotkohl bzw. der Zwiebel für den Rotkohl. Die Gänsekeulen werden dann gleich gepfeffert und gesalzen mit Zwiebel, Möhre, etwas Orangensaft und Gänsefond in den Backofen gegeben. Die lasse ich dann so etwa eine Stunde, anderthalb im Backofen drin, so bei 170 Grad. Dann benötige ich natürlich Rotkohl. Ich habe hier ein Glas genommen. Man kann natürlich auch frischen Rotkohl nehmen. Dazu etwas Nelkenpulver. Wenn man also kein Nelkenpulver hat, dann kann man auch ganze Nelken nehmen. 3-4 Stück dann entsprechend. Zwei Lorbeerblätter. Etwas Johannisbeergelee, das kommt nachher noch damit zu. So etwa 1 bis 2 Löffel. Dann etwas Salz und Pfeffer. Und ja, das Gänsefett, um an die Zwiebel anzubraten. Dann gibt es dazu Klöße, da habe ich heute mal ein Fertigprodukt genommen, die werde ich nach Packungsanweisung kochen und dann zum Schluss noch mal etwas in Butter anbraten. Dann brauche ich für die Soße Gänsefond natürlich. Dann habe ich hier meinen Glühweinsirup, das ist ein selbstgemachter, das Rezept findet sich auf meinem Kanal. Wer keinen Glühweinsirup hat oder nutzen möchte, der kann natürlich auch normalen Glühwein nehmen, entsprechend mehr, etwa 200 bis 250 Milliliter. Das Ganze wird dann noch mal aufgegossen mit Gänsefond und wird dann nachher zu den Gänsekeulen serviert. Ich werde mir das Ganze jetzt schon mal ein bisschen vorbereiten, das heißt die Apfelsine auspressen und das Gemüse etwas klein schneiden und die Gänsekeulen schon mal in einen Bräter geben. Die Gänsekeulen habe ich jetzt schon gewürzt, habe die in den Bräter getan, habe zwei kleine Möhrchen und eine Zwiebel klein geschnitten dazu gegeben und etwa 250 Milliliter vom Gänsefond. Und jetzt gebe ich noch den Saft von einer halben Orange dazu. Und dann kann das Ganze schon mal in den Backofen. Den habe ich schon vorgeheizt auf 170 Grad. Und da können dann die Keulchen jetzt erstmal so etwa eine Stunde, anderthalb, je nachdem wie groß sie sind, langsam garen. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt schon mal den Rotkohl und die Soße etwas vorbereiten. Für den Rotkohl gebe ich jetzt das Gänsefett, was ich mir vorher abgetrennt habe, in einen Topf und stelle das auf kleine Flamme und lasse das Fett jetzt aus. Wenn das Fett dann ausgelassen ist, nehme ich die restlichen kleinen Stückchen raus, gebe meine Zwiebel dazu. In dem Fall habe ich nur eine halbe genommen. Lass das ein bisschen anbraten. Wenn die Zwiebelchen dann so leicht angeröstet sind, kommt schon der Rotkohl mit dazu. Und noch die Lorbeerblätter mit rein. Und das Nelkenpulver bzw. wenn nicht vorhanden, ganze Nelken. Jetzt kommt dann noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Und zum Schluss gebe ich dann noch was vom Johannisbeergelee dazu. Ich nehme jetzt hier mal 3 Teelöffel und das Ganze dann schön durchrühren. Und dann schön ziehen lassen. Während der Rotkohl jetzt am Garen ist, die Keulen auch noch ein bisschen drin bleiben können, habe ich mir hier schon mal ein bisschen Fett heiß gemacht. Also das war noch ein bisschen Gänsefett. Ich habe noch ein klein wenig Butter dazu getan und werde jetzt darin die Möhrchen und die Zwiebeln ein bisschen anrösten. Ein klein wenig. Sobald die Möhrchen und die Zwiebeln so ein bisschen angeröstet sind, lösche ich erstmal mit dem Orangensaft ab. Das ist der Saft von einer halben Orange. Dann gebe ich den Glühweinsirup dazu. Wenn jetzt also kein Glühweinsirup vorhanden ist oder auch keiner gewünscht ist, dann natürlich jetzt mit Glühwein etwas aufgießen, aber dann entsprechend auch die Menge vom Gänsefond etwas reduzieren. Wenn das dann auch wieder so ein bisschen köchelt, dann kann auch der Gänsefond langsam dazu. Ich gebe das immer so schluckweise rein, lasse das nochmal kurz warm werden und gebe dann immer wieder was zu, bis alles im Topf ist. Die Keulen sind jetzt so gut wie fertig. Ich nehme sie jetzt hier aus dem einen Bräter raus, lege sie in einen anderen
Und dann werde ich sie noch mal ganz klein wenig mit Honig bepinseln. Nicht viel, nur so ein bisschen oben drauf. Das gibt dann nämlich noch mal so einen schönen Glanz. Und dann kommen sie noch mal so eine Viertelstunde in den Backofen. Die Temperatur werde ich jetzt ein bisschen reduzieren, so auf 100 Grad. Das dürfte eigentlich reichen. Die Zwiebelchen und Möhrchen aus dem Bräter habe ich jetzt hier zur Soße dazu gegeben und werde das Ganze jetzt pürieren. Und wenn dann alles schön durchpüriert ist, werde ich jetzt nochmal abschmecken und dann stelle ich das erstmal beiseite. Inzwischen habe ich auch schon das Wasser für die Klößchen aufgesetzt und werde die jetzt gleich da reingeben. So, jetzt ist erstmal alles fertig. Jetzt kann also angerichtet werden. Ich nehme dafür immer eine Platte. Tue das einmal auf, alles auf eine Platte drauf. Und dann kann man sich davon runternehmen. Als erstes werde ich hier mal die Soße auffüllen. Das mache ich hier erstmal so ein kleines Näpfchen. Ich stelle natürlich noch eine Sauciere auf den Tisch, dass man sich noch etwas nachnehmen kann. Die stelle ich hier so in die Mitte. Und dann kommt der Rotkohl. Den gebe ich hier hinten seitlich so ein bisschen hin. Dann kommen die Keulen dazu. Und in die Mitte gebe ich dann noch Klößchen, die kleinen, die habe ich nochmal, also erst gekocht und dann nochmal ein bisschen in Butter geschwenkt. Und dann kann sich davon jeder nehmen, so viel er mag. Ich gebe jetzt hier noch ein klein wenig Soße oben drüber. So, und das war's. So werde ich das jetzt servieren. Ich denke mal, das schmeckt wieder sehr lecker. Und nicht vergessen, unbedingt auch nochmal die anderen Kanäle sich anzuschauen. Da sind auch einige ganz tolle Rezepte. Die habe ich hier hinten jetzt nochmal verlinkt. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!